Herzlich willkommen beim nettesten Meinungsbürger der Welt. Heute geht es um die Vorfälle in Chemnitz. Das ist ein sehr brisantes Thema, daher bitte ich euch, möglichst sachlich in den Kommentaren zu bleiben, egal aus welcher Ecke ihr jetzt kommt, aus der linken, rechten oder mittleren. Ich werde auch jedem ein Herz geben. Das hat ja nicht immer damit zu tun, dass ich das dann super toll finde, was die Leute schreiben. Aber wenn ihr einigermaßen sachlich bleibt, ohne zu beleidigen und miteinander statt gegeneinander diskutiert und den anderen vielleicht auch mal versucht zu verstehen, dann sind wir deutlich besser als die, die in der Politik zurzeit an der Macht sind und das nicht so nicht gut machen. Und daher würde ich euch bitten, wirklich sachlich zu bleiben und hier einfach mitzudiskutieren. Da das ein Videowunsch von euch war, möchte ich mich auch nochmal bedanken, dass ihr so fleißig euch Themen immer wünscht bzw. bei den Umfragen mitmacht und für 37.000 Abonnenten mittlerweile. Das ist echt der Wahnsinn. Tausend Dank. Ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, dass ich weder rechts noch links bin. Ich bin die politische Mitte. Ich finde alles, was ins Extreme geht, absolut falsch und ja, geht mir persönlich zu weit. Aber lasst auch jedem seine Meinung, der so denkt. Von daher finde ich das ganz interessant, das Thema auch mal aus meinem Blickwinkel für euch hier mal kundzutun. Für die Leute, die es gar nicht mitbekommen haben, in Chemnitz wurde ein 35-jähriger Mann abgestochen. Die Tatverdächtigen sind ein Syrier und ein Iraker. Danach kam es zu Demonstrationen von vielen Rechten, aber auch von normalen Bürgern, aber auch gegen Demonstrationen von Linken. Wenn man sich jetzt ganz neutral die Bilder anguckt von der Demonstration und wie das Ganze ausgeartet ist, merkt man, wie krass viel Hass und Hetzerei halt auch ja, in der Bevölkerung liegt, egal von welcher Seite. Ich beziehe da auch die Linken mit ein. Ich finde das schon ziemlich extrem, wie gegeneinander geschossen wird, wie dort demonstriert wird. Egal, ob es jetzt beim G20-Gipfel war oder jetzt. Es wurde auf Polizisten losgegangen und es sind entweder Linke oder Rechte gewesen. Es gibt nicht nur eine gute Seite, es ist von beiden falsch gewesen. Von daher ist es einfach sehr interessant, wie hassgeladen und wütend halt die Bevölkerung bzw. allgemein ja, die Stimmung in diesem Land ist. Und das sollte auf jeden Fall ein deutliches Signal sein und macht eigentlich diese ganze Problematik auch so interessant. Wenn man sich die Szenen als neutraler Beobachter anguckt, merkt man, wie überfordert die Polizisten sind. Und ich finde, denen ist dort gar kein möglicher Vorwurf zu machen. Wenn man sich das allgemein anguckt, wie hassgeladen Demonstrationen mittlerweile ablaufen, weiß man ja auch gar nicht, wie man als Polizist noch wirklich reagieren soll. Wenn man was macht, dann ist man auch wieder der Buhmann. Und wenn man nichts macht, ja, dann steht man auch in den Zeitungen. Von daher, ja, kann man es nicht jedem recht machen. Es ist wirklich auch, glaube ich, ziemlich schwer als Polizist heutzutage. Egal von wem, man wird blöd angemacht. Und wenn man dann reagiert, ist man dann auch sofort in Handyvideos überall auf den sozialen Netzwerken verteilt und das ist dann auch nicht cool. Da wüsste ich auch nicht, was ich da machen soll. Von daher ist es vielleicht in gewisser Weise sogar menschlich, dass die nicht sofort alles unterbunden haben. Wir haben ein ganz anderes Problem als linke oder rechte Personen, die demonstrieren gehen. Wir haben die Medien, die gezielt Hass schüren und das fasst dieser Tweet hier perfekt zusammen. Planker Hass, Hetzjagd, wie konnte das passieren? Woher kommt der Hass? Ja, woher? Unerklärlich das Ganze in Chemnitz. Man sieht es bei den Headlines. Irre, Asylrecht schützt U-Bahn-Schläger, kriminelle Ausländer haben hier nichts zu suchen und Co. wird getitelt in den Zeitschriften und das täglich, auch in den Nachrichten, wird nur noch über die Flüchtlingskrise seit über zwei Jahren philosophiert und das ist ein absolut nerviges Thema für viele und viele können es nicht mehr hören und möchten es auch nicht mehr hören und kriegen einfach nur noch Wut und da braucht man sich auch nicht wundern, dass so viele dann auch Angst haben bzw. auf die Straße gehen, weil sie ständig in den Zeitschriften und auch in den Nachrichten davon hören und dass sich dann die Parteien wie AfD immer weiter verstärken bzw. auch das gezielt dann mit aufnehmen, um noch stärker zu werden, ist auch vollkommen klar. Mir kommt es beinahe so vor, als würde die Politik und die Parteien, die momentan an der Macht sind, nichts dagegen tun und einfach blind ins Verderben rennen. Es ist vollkommen offensichtlich, dass viele Leute einfach unzufrieden sind in diesem Land. Und dagegen muss einfach vorgegangen werden und die Leute müssen auch ernst genommen werden. Und das kann man mit gewissen Mechanismen auch erreichen. Da ich von Ende 2015 bis Mitte 2016 in einem Flüchtlingsheim gearbeitet habe, kann ich ganz klar sagen, dass bei der Integration einfach viele Fehler passiert sind. Zum einen konnte man damit nicht rechnen, dass viele vielleicht gar keine richtige Lust hatten, sich zu integrieren, aber selbst die, die Bock hatten, hatten nicht die Möglichkeiten, wirklich zur Uni zu gehen, eine Ausbildung zu machen und Co., weil wir das Ganze nicht auffangen konnten als Deutschland. Selbst als reiches Land war es unmöglich, alle Leute zu integrieren. Bei manchen ist es ja auch gelungen, viele sind auf der Strecke geblieben, auch Leute, die was auf dem Kasten hatten, sind und waren ja am Resignieren gewesen bei uns im Camp und das war dann schon ziemlich hart anzusehen, aber
auch Leute, die Probleme verursacht haben, wurden nicht verwiesen bzw. wurden nicht bestraft vom Staat. Und wir hatten wirkliche Problemfälle, die auf Leute losgegangen sind bzw. wirklich auch von Anfang an eigentlich ziemlich nervig waren, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die wurden nicht bestraft. Und so ist das Ganze immer schlimmer geworden und führt dann zu solchen Taten wie in Chemnitz und Co. Und das Ganze führt zu einer riesigen Unzufriedenheit, sowohl bei den Asylbewerbern als auch bei den Leuten hier in Deutschland. Und dagegen muss die Politik einfach was machen. Da sind so viele Möglichkeiten bei und da muss man auch bei den Gesetzen mal ansetzen. Leute, die straffällig werden, müssten viel schneller bestraft werden. Egal, ob es Asylbewerber oder Deutsche sind, Leute, die wirklich Morde begehen oder Leute abstechen wollen, die müssen sofort ausgewiesen werden bzw. ganz hart bestraft werden vom Gesetz. Und das ist viel zu lasch, finde ich. Und dagegen muss auch was getan werden. Und da fühlen sich wahrscheinlich auch viele der Leute einfach missverstanden und verarscht vom System. Von daher gehen die dann halt auch so auf die Straße und demonstrieren gegen sowas. Weil wenn Leute wieder freigelassen werden, obwohl sie vielleicht auf Leute eingestochen haben bzw. Leute umgebracht haben, dann führt das einfach zu Unzufriedenheit. Und ich bin einfach für härtere Strafen, egal ob es jetzt Deutsche oder Asylbewerber sind, egal wer. Und gerade bei Asylbewerbern, finde ich, haben die dann auch die Chance, hier zu leben, auch ja, verpasst. Weil wenn man hier Scheiße baut und wenn man nicht die Hilfe annimmt und dann das Ganze auch noch mit Füßen tritt, dann finde ich das Ganze irgendwie auch, ja, relativ fair, wenn man die Leute wieder zurückschickt. Ob das Ganze dann technisch möglich ist von der Gesetzeslage, ist wieder was anderes, aber dagegen könnte man ja von der Politik auch was tun. Das ist zumindest meine Meinung. Das ist ein sehr schweres Thema und ich bitte euch, da sachlich zu bleiben und jede Meinung auch zu respektieren. Bitte geht da nicht aufeinander los oder auf mich jetzt. Das ist meine Meinung, ich wurde danach gefragt und ja, jetzt habt das. Also lasst gerne ein Like und Abo da, würde mich freuen, wenn wir öfters mal auch über solche Themen diskutieren hier. Bis bald und ciao, ciao.